Meine Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, unsere Partei befindet sich in einer schweren Krise. Wir haben Wahlen verloren, wir haben Glaubwürdigkeit verloren, wir haben Veränderungen von Positionen nicht ausreichend begründet. Wir haben vor der Wahl hohe Erwartungen geweckt und haben bisher nicht genügend geliefert. Auch wo wir erfolgreich waren, sind die Botschaften bei den Menschen nicht hinreichend angekommen. Wir müssen besser werden. Warum? Warum werden die Liberalen in der Regierung gebraucht? Weil wir zuerst, meine Freunde, auf die Kraft der Freiheit und die Initiative des Einzelnen setzen. Wir setzen auf Vernunft, Kreativität, Gestaltungswillen jedes Einzelnen. Der Politik des Abkassierens, des Umverteilens, des Bevormundens, des Gleichmachens, des Kontrollierens stellen wir die Idee der Freiheit entgegen. Wir erleben Rot-Grün. Wir erleben die Linksregierung. Schaut nach Nordrhein-Westfalen. Dort werden Schulden gemacht, bis es kracht. Schaut nach Baden-Württemberg. Dort wird als erstes Steuern erhöhen. Und den Wohlstand halten zu wollen, wenn Porsche zukünftig Fahrräder herstellt, daran glaube ich nicht. Schaut nach Rheinland-Pfalz, Wahlbetrug an der Mosel. Die Grünen haben mit Versprechen große Ergebnisse erreicht, machen das Gegenteil. Wenn wir uns das erlaubt hätten, was hätten die Medien mit uns Freien Demokraten gemacht, was die Grünen sich in Rheinland-Pfalz erlaubten? Wo Rot-Grün ist, wo die neuen Linksregierungen sind, ist Big Government. Der Staat bläht sich auf. Neue Minister. Rot-grüner Staat ist fetter Staat. Wir müssen unsere Brot- und Butter-Themen klar und deutlich machen. Bürgerrechte, Bildung, soziale Marktwirtschaft, Sicherheit darf die Freiheit nicht erdrücken, denn dann haben die Terroristen, die Feinde der Freiheit, ihr Ziel erreicht. Deshalb schauen wir bei der Vorratsdatenspeicherung genau hin. Meine Freunde, wir stellen unsere Mannschaft neu auf. Am Dienstag hat die Bundestagsfraktion die Personaldebatte beendet und ihre Entscheidung getroffen. Ich sage ganz offen, ich war sehr gern Bundeswirtschaftsminister. Aber wichtiger als mein Traumjob oder eine Selbstverwirklichung ist, dass die Kraft der Idee der Freiheit mehr Erfolg hat. Und deshalb ist für mich, ich gehöre dieser Partei seit 40 Jahren an, und die FDP ist meine zweite Familie, die Aufstellung für den Erfolg das Wichtigste, wichtiger als meine persönliche Vorstellung.
Ich möchte ganz herzlich meine Vorgängerin, dem Fraktionsvorsitz der Bundestagsfraktion, Birgit Homburger, danken für ihre Arbeit, aber vor allem für ihre Haltung. Sie ist eine Frau mit außergewöhnlichem Format. Ich habe es sehr persönlich erlebt. Wenn man im Regen steht, wer dann auch steht. Birgit Homburger stand. Und ich möchte deshalb heute hier vor meiner Partei wiederholen, was ich vor der Fraktion gesagt habe. Liebe Birgit, hab Dank, gute Freundin. Hier in Rostock stellt die Partei ihre Mannschaft neu auf. Philipp Rösler wird unser neuer Kapitän. Die ganze liberale Familie wird dich, Philipp, unterstützen. Darauf kannst du fest zählen. In der Fußballsprache bin ich jetzt der freie Mann vor der Abwehr. Da wird auch mal gegrätscht, aber es geht vor allem darum, den Spielaufbau zu betreiben. Den Spielaufbau für euer gemeinsamer Erfolg. Die Bundestagsfraktion ist die Herzkammer unserer politischen Arbeit. Wir werden die Regierung tatkräftig und selbstbewusst unterstützen. Lieber Guido, die Partei hat dir viel zu verdanken. Du bist 10 Jahre an der Spitze der FDP, warst zuvor 7 Jahre lang Generalsekretär der FDP. Der bislang größte Erfolg bei einer Bundestagswahl wird immer mit deinem Namen verbunden sein. Jetzt konzentrierst du dich auf das Auswärtige Amt. Dort wird dein voller Einsatz gebraucht. Meine Freunde, für den Erfolg einer Partei sind 3 Dinge entscheidend: Personen, Inhalt und Stil. Schwarz-Gelb hat gewirkt. Wir haben den kräftigsten Aufschwung aller westlichen Industriestaaten. Wir werden der Welt bewundert. Selbst unsere britischen Freunde, die uns kritisch betrachten, sprechen von einem neuen deutschen Wirtschaftswunder. Ein Wunder war es nicht. Es war der Fleiß der Menschen. Aber es war noch richtige Entscheidungen schwarz-gelber Politik. Und da ist die Wirtschaftspolitik in der Spur. Und wir haben entscheidend mitgeholfen, dass Deutschland so erfolgreich ist. Darauf sollten wir auch stolz sein und bleiben. Applaus
Ja, wir wollen und müssen die Haushalte konsolidieren. Hat Priorität. Wir kommen aber schneller voran, als wir alle dachten. Auch das ist Erfolg unserer Politik. Wir werden auch das Thema der Steuergerechtigkeit anpacken. Belastungsgerechtigkeit und nicht vergessen, dass die kalte Progression keinen Bestand auf Dauer haben kann. 1 Euro mehr und 2 Euro mehr Steuer, das ist nicht fair für die Leistungsträger in Deutschland. Drei große Themen werden auf diesem Parteitag erörtert werden. Europa, Energie, Bildung. Drei große Zukunftsthemen. Die Partei der Freiheit, des Privateigentums, der sozialen Marktwirtschaft hat eine hohe Verantwortung, werden Sie wahrnehmen, für die Stabilität unserer Währung. In der Marktwirtschaft steuern wir über Preise. Wenn die Preise die Knappheitsrelation nicht richtig widerspiegeln, steuern wir falsch. Und die größte soziale Ungerechtigkeit ist Inflation. Deshalb kämpfen wir für einen stabilen Euro. Deshalb ist wichtig, dass der Grundsatz der Einstimmigkeit und der hinreichenden Beteiligung des Deutschen Bundestags gewahrt ist und gewahrt bleibt. Das deutsche Parlament hat das Haushaltsrecht als Königsrecht. Ja, wir steuern um. Wir steuern jetzt noch schneller um in der Energiepolitik. Aber die Partei der Vernunft wird darauf achten, dass auch die Ziele, sichere Energieversorgung, Sicherheit für die Bevölkerung, Klimaschutz und bezahlbare Energie berücksichtigt wird. Wir wollen ein machbares Umsteuern. Das erwartet man von einer Partei der Vernunft. Deshalb legen wir auf diesem Parteitag klar dar, wie wir es machen wollen. Bildung ist das Megathema der Zukunft. Am Schluss wird der Wettbewerb der Bildungssysteme über unsere Zukunftschancen entscheiden. Ja, da müssen wir uns alle hineinknien. Wir brauchen einen Bildungspatriotismus. Es muss das Anliegen aller sein. Für die Kinder die bestmögliche Bildungschance. Jedes Kind in Deutschland muss eine gute und faire Bildungschance haben. Meine Freunde, wir werden auf diesem Parteitag ringen um Inhalte, Personalfragen entscheiden. Bitte nur, dass wir alle immer Respekt haben. Das ist unser Stil vor unterschiedlichen Auffassungen. Gehen wir auch weiterhin fair und anständig miteinander um. Und am Ende des Parteitags geben wir uns alle die Hand und halten wir die Hände und gehen wir gemeinsam den Kampf für unsere Überzeugungen. Auf, ihr Liberalen. Fürchtet euch nicht, traut euch an die Arbeit. Lasst uns fröhlich und hart arbeiten. Die Verkniffenen haben die Zukunft nicht. Wir heißen nicht nur Freie Demokraten, wir sind auch Freie Demokraten. Frei, eigenständig, unabhängig, bis unserer Selbstachtung entspricht. Glück auf!